Hä, jetzt hat sie nicht mal gejuckt? Ich check diesen Boss nicht. Hallo, heilen? Nein? Okay. Ich hab 1000 mal X gedrückt. Ach, wieso kriegt der jetzt schon wieder keinen Schaden? Ah! Beneath all of this corruption, only fragments of our work remain intact. It's hard for me to see the fields like this. Das glaube ich dir. Hier geht's sogar hinein. Nur will ich da auch. Ach so. Hier müssen wir dann das Ritual vollziehen. Dann hätte ich da vielleicht doch hochgepunt. Oder das letzte Relikt erwartet mich dort. Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir erstmal zur Schmiede. Ups, kurzer Lag. Ah, hier ist auch safe was versteckt. Das wollen wir uns geschwind holen. Oder ist das ein Rückweg? Sieht verdammt krass aus. Das ist echt nur ein alternativer Weg. Ups. Aber schön anzuschauen. Oder? Man sollte halt nur nicht die Schlucht runterstürzen. Das wäre sonst ein bisschen doof. Na gut, dann straight zur Schmiede. Das dürfte wieder ein Rod geben, wenn wir hier alle besiegen. So wie vorhin. Also tun wir das. Ja, easy. Doch kein Rod? Aber Karma gab's, oder? Möchte nämlich nicht ohne irgendeine Belohnung meine Zeit verschwenden. Oha. Eine verseuchte Truhe. Wir versuchen's. 8 Feinde. Und die spawnen absolut beknackt, wie ich finde. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Ich hoffe nur, die Mission wird nicht abgebrochen, wenn ich mich zu weit von der Truhe entferne. Ich meine, ich bin ja gezwungen, jetzt drauf zu gehen, sonst verliere ich Zeit. Ach du Scheiße. Ah. Ja, genau. Alles klar. Zeitbombe. Ja, jetzt stehen sie aber nicht mehr so gut beieinander. Aber es hat trotzdem geklappt. Willst du mich verarschen? Fuck. Ach, ich habe ja auch gar kein Zeitlimit, merke ich gerade. Was? Hätte ich das direkt realisiert, dann wäre ich auch gechillt da drauf geblieben. Okay. Mal wieder sehr knapp gewesen. Aber geschafft. Das war die erste verseuchte Truhe ohne Zeitlimit, oder? Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und es gibt einen Cowboy-Hut. Ja. Wo ist hier die Träne? Gibt nämlich einiges, was wir mit dem Drachen aufmachen könnten. Und hier ist auch endlich mal ein Hutladen. Ich habe das Gefühl, ich habe 20 übersehen.
Oh, einen Sonnenhut haben wir auch. Weiß nicht warum. Vielleicht weil wir den Hutladen gefunden haben, aber... Nehm ich. Alright. Ja, ich glaube, dann suche ich jetzt noch die Träne. Weil ich möchte hier die Sachen gerne komplettieren. Ja, aber wo ist die denn? Jedenfalls nicht, ne? Da ist sie. Kann man diese Barrikade also doch beiseite schieben? Ich habe nämlich überlegt. Ich glaube, das geht nicht bei jeder Hütte. Oder ich habe es bei den anderen nicht gecheckt, wie es gemacht wird. Ja, yeah, mein mächtiger Riesendrache! Dem macht keiner so schnell was vor. Ich glaube, wir können drüben bei der Hütte noch was mit dem Drachen machen, aber jetzt steppe ich erstmal hier rein in die Scheune. Und gönne mir den Stuff. Schade, kein neuer Hut. Aber 200 Karma. Nice. Irgendwo war auf jeden Fall noch was. Ja, doch, doch, doch. Tatsächlich bei der Hütte, ja. Dann ist hier vielleicht der Hut. Oder irgendwas anderes Krasses. Ah, ein Rod. Oder? Ja. Dann kriegen wir die 65 ja doch noch zusammen, weil... Man darf ja auch nicht vergessen, man bekommt auch immer für eine Story-Mission 2 oder 3. Das ist nicht wenig. Hey. Dann bin ich fertig mit den Scheunen und begebe mich jetzt wieder auf die Suche nach der Schmiede. Aber ich glaube, die ist dort hinten, da wo der Pfad lang führt. Oder komm, gucken wir mal. Ja, doch, doch. Tatsächlich. Hier ist auch ein Warp Point. Ah, you made it. The path is blocked, but I'm sure Rufus can help. Heißt, hier kommst du auch wirklich nur lang, wenn du die vorherigen Missionen gemacht hast. Oh, ihm fehlt ein Teil seines Horns. Der Arme. Ja, wobei, wenn er sowas häufiger macht, kein Wunder. Das ist die Scheune. Mit der Schmiede. Ist ja doch noch mal ein bisschen weiter weg. Warum setzt man eine Schmiede so weit hoch auf einen Berg? Was ist da? Naja, finden wir später raus. Ja, fnisch. Wenn ihr euch unbedingt umbringen wollt, dann tut es... ohne mich zu belästigen. Danke. Die Ziele werden immer kleiner und weiter platziert. Lass uns davon nicht abschrecken. Und verdienen uns Rot um Rot.
4 Aktionen pro Kampf wären schon geil, ne? Ich denke mal, das Tor dort unten wird noch sehr wichtig. Hey, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Oder muss ich da runterrutschen? Da gab es jetzt keine andere Möglichkeit eigentlich, ne? Sehr, sehr schöne Location. War es. Jetzt wird's dunkel. Und somit etwas gruselig. Right there. 56! Da müssen wir lang. Okay, überlisten kann man die Herzen nicht. Oh, Junge, wie viele sind denn hier? Komm ja gar nicht zurecht, du. Ach, war wahrscheinlich wieder so ein Spinner. 1, 2. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Und immer hat irgendwas dafür gesorgt, dass es nicht klappt. Aber man kann halt auch nicht überall seine Augen haben. Hä? Ich hätte erst da hochgehen müssen. Jo. Und jetzt brauchen wir die Bombe. Mhm. Ups. Und da waren wir zu langsam. Aber kein Problem. Welcher Weg? Links oder rechts? Ah, jetzt kommen wir an die Stelle. Dann war links eine gute Entscheidung. Meint ihr, wir schaffen noch die 65 vor dem nächsten Major-Boss? Das wäre epic. Mal cool. Moment, bin ich jetzt nicht im Kreis gelaufen? Ja, ne? Konnte mich aber nochmal retten. Hier müssen wir lang. Wobei ich als Kind durchaus meinen Spaß hätte, da immer wieder im Kreis rumzujagen und mich an der Blume hochzuziehen. Doch die Lage ist ernst. Wir sind nicht zum Spielen hier. Hä, was so? Ah, da ist ein Kristall. Komm aber trotzdem nicht hoch. Doch. Oh moin, ey. Oh oh, oh oh. Heilblumen. Oh, noch so ein Golem. Diesmal der Steinwächter. Ich will auch so glitzern können wie du. Sehr schlechter Kampfbeginn. Muss ich leider zugeben. Alter, schlechter geht's ja nicht. Ich habe mir auch noch gar keinen Schaden gemacht. Wie das denn? Oder kann man ihm jetzt nur noch Damage machen, wenn man die Schwachpunkte trifft?
Wahrscheinlich, ne? Ja, aber da ist doch nur einer. Hä? Der Stab macht aber Schaden. Das heißt, er kann nur die Pfeile abwehren. Oder er ist kurz nach einer Bombe verletzbar. Irgendwie sowas. Aber irgendwie nicht nach einer normalen Bombe. Zumindest nicht, wenn ich die nicht aktiviere. Oh, schwieriger Kampf. Ich glaube, das wird ein Fail geben. Weil dazu ging das hier viel zu schlecht los. Und ich habe halt auch keinerlei Rod-Energie. Verdammt. Ach, komm schon, explodier doch. Mann. Hä, jetzt hat sie nicht mal gejuckt? Ich check diesen Boss nicht. Hallo, heilen? Nein? Okay. Ich hab 1000 mal X gedrückt. Okay. Neuer Versuch. Ist ein komischer Boss. Ich weiß nicht, was seine Schwachstelle ist. Leider. Die Zeitbombe hat funktioniert. Aber warum nur die? Ich meine, das kann ja keine Voraussetzung sein, oder? Sonst muss ich ja hier unnormal an Rod-Energie farmen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hä? Vorhin konnte ich ihm in der Phase noch Schaden machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ein seltsamer Boss. Ja, gut. Ab und zu erscheinen auch bei normalen Bomben diese Schwachpunkte. Heilung. Wieso kann ich jetzt nur die da hinten bekommen? Das ist doch zum Kotzen. Alter. Ah, okay, jetzt hat er aber auch einen Großteil seiner Rüstung verloren. Vielleicht können wir ihn jetzt nochmal attackieren. Nee. Ja, doch, die Beine schon. Die Beine schon. Ah, ja. Macht alles Sinn. Macht Sinn. Komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Und wieso macht er jetzt? Oh, ich habe das falsche Bein. Die haben beide gleich ausgesehen. Ich habe das falsche Bein attackiert. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Natürlich kann nur das ohne Rüstung verletzt werden, ist klar. Aber es wird nach und nach die Rüstung abgenommen durch die Bomben. Hallo? Explodier! Was ein Beschiss! Hammer! Ja, gut. Vorsicht! Heilung. Und weg. Wir müssen nur gechillt bleiben. Das ist noch schaffbar. Außer er rastet jetzt aus, dann nicht. Und ja, er rastet aus. Oh mein Gott! Das Schild ist kaputt. Wir brauchen Zeit. Ach, wieso kriegt der jetzt schon wieder keinen Schaden?
Fuck! Junge, was ist das? Oh, aber hier sein Face ist offen. Oder was das ist. Oh, die Blume, ja, die ist nach dieser Ulti-Attacke offen. Kann also mit Rods befallen werden und das tut ihm sehr weh. Nein, 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 nein. Oh, fuck, gibt's noch irgendwo Heilung? Wahrscheinlich nicht. Aber das hat getroffen! Das hat getroffen! Komm! Komm, Rod, Pfeil und weg! Yo! Oh mein Gott! Kuss an die Rods! Ihr Kings! Ganz schwere Nummer, der Kerl! Aber mit Second Try kann ich leben. Ja, ihr Süßis! Wir haben den Hammer. Nun kann die Verderbnis in der Dorfherzhöhle vertrieben werden. Ja, da bin ich auch mal ganz stark für, ne? So, ich meine, hier einen Schrein gesehen zu haben. Mhm. Was gibt es noch? I found my tools. Just where I left them. They should come in handy. Glückwunsch. Ich darüber? Irgendwie sieht das seltsam aus. Jo! Da ist eine Meditationsstelle. Okay, die müssen wir auf jeden Fall noch holen. Nee, warte, warte, warte. Ich will nicht nach unten. Halt. Ich wusste jetzt nicht, was das auslöst im ersten Moment. Komm ich da rein? Muss da rein? Ah. Ja, so will ich das haben. Hier rüber. Und meditieren. Yes. Die sind so wichtig, diese Meditationsstellen, weil es wird immer, immer schwieriger. Perfekt. Wie komme ich raus? Nur so eine Frage. Schöne Schmiede, oder? Warum packst du dir nicht noch eine Axt ein? Ich glaube, kann nicht schaden. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. The deer made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Was haben wir denn hier noch? Oder ist das jetzt ein alternativer Weg nach unten? Ich dachte, wir nehmen den Aufzug. Aber... vielleicht auch nicht? Was ist das hier? Oha.
Schauen wir mal. Jetzt auf. Ja, komm. Ach, ich kann hier sogar die Träne direkt aktivieren. Vielleicht muss ich wieder was mit dem Drachen machen. Drache rüber. Ah, das ist so ein Schalter, oder? Aha. Ja, und was hat das jetzt gebracht? Ach, das Ganze füllt sich mit Wasser. Ja, gut. Warum nicht, ne? Ich frag mich zwar, wie sich die Rod retten können, wenn sie in Schluchten fallen, wie eben, aber... Offensichtlich können sie es. Dann muss ich mir ja keine Gedanken machen. Aber das war jetzt wirklich nur für so ein paar Kristalle? Komm, da hätte man noch was Krasseres hinpacken können. Ja, okay, gut. Da war ich zu voreilig. So. Abwärts! Geht's jetzt direkt zum Tower? Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Relikte ich habe. Habe ich schon alle? Nee, ne? Eins fehlt noch. Und das ist in den Dorfherzhöhlen. Zum Teufel muss ich denn da hin? Nach rechts und dann geradeaus. Okay. Das ist aber auch ein ziemlich weitläufiges Gebiet. Man verliert schon ein bisschen den Überblick. Also das Game ist eigentlich gefühlt Open World, muss man sagen. Die haben das schon sehr offen gestaltet. Nerv nicht. Gönnung. Ach warte, ist hier noch ein Rod? Ach so. Oder? Lol. Das hörte sich gerade so an, aber irgendwie sehe ich keinen. Da oben? Ja, da oben ist was. Warte mal. Ja, moin. Nummer. ...61. Stark! Hier auch noch ein Blumenschrein, aber ich sehe jetzt keine Träne. Hier vielleicht. Nein. Ey, manchmal übersehe ich die Rods. Man hört es zwar an diesem speziellen Sound, aber... Vielleicht habe ich schon 10 Stück oder so überhört. Es ist nicht immer so deutlich, leider. Das sind die Höhlen und das ist ein Rückweg, oder? Nee, Quatsch. Andersrum. Na, doch, 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 richtig, richtig. Sorry. Wir müssen jetzt zum blauen Punkt. Dann schauen wir sie uns mal an. Die Dorfherzhöhlen. Okay, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Alles klar. Ja.
Aber wie öffne ich das jetzt? Ah, ist wahrscheinlich wieder eine Kombination aus beidem. Hier eine Bombe. Da drüben eine Bombe. Und Aura. Oh, da ist noch ein Kristall. Shit, jetzt. Komm schnell. Yes. Gut, dass da das Zeitlimit so großzügig war, ausnahmsweise mal.